Hallo, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. Ja, die Wahl ist beendet. Otto hat Platz 4, Hubertus Platz 3, der Ali, weiß ja gar nicht, wo er ist, ist der stellvertretende Bürgermeister und unser lieber Herr Meier ist unser Bürgermeister. Herr Meier. Sehr schön. Ja, die erste Rede von ihm war: Wir gehen in die Feuerwehr. Hier wird ein Gemeindehaus draus gebaut und jo. Otto wollte es nicht, wir wollten sie ihm eigentlich geben als Haus, aber das ist natürlich wieder zu Nee, groß. das wird noch die Abstellkammer fürs Gemeindehaus. Das für einen Tanzsaal, hat man eben gesagt. Da kommen Winterfahrzeuge rein Ja, und so das ein ist Scheiß. so Mehrzweckhalle, nennen wir es so. Ja, merkt, genau, eine Märktekarte, genau. Ja. Also für meine Fahrzeuge ist sie auch gut. Nee. Hubertus, du hast genug Platz. Oh, glaube ich gar nicht. Mit Mehrzweck meine ich für Gemeinde und wenn wir ein paar Partys Ja, und ein immer paar nur an Bänke die Stadt reinschmeißen. denken, ne? Olaf, Ja, der so ja. ist halt. Richtig. Ja. Die Veranstaltung ist beendet, würde ich sagen. Jo, geht alles seinen Gang wieder, ne? Da So. wer macht das denn jetzt mit der Stadt? Macht er das hier jetzt Bescheid geben, dass wir das alles geregelt haben? Oder wie? Jetzt hat der nochmal zurückkommt hier, der Blum. Nee, der ist weg. Nee, wir müssen natürlich irgendwie den jetzt verklickern, dass wir die Wahl jetzt gemacht haben und so. Oder da kannst du denn, oder macht er das jetzt? Ja, das Harald, wollen wir gleich noch schreiben zum Landkreis. Das Schreiben noch eben rausschicken, dass wir es jetzt hier alles geklärt haben, dass jetzt ein stellvertretend einen Müssen Hauptbürgermeister gibt. nicht, dass die noch komische Ideen haben, ne? Nein, das regle ich gleich noch mit Harald. Okay. Ja. So, dann Dann sind wir machen wir nämlich da das auch so. schon mal raus. Alles klar, so. Dann ich fahre nach Hause und mache mit Hubertus hier meinen Handel klar. Ne? Genau, mach das. Ich gehe bei mir auf den Hof und dann Genau. werde ich mich mal an die Arbeit setzen. Alles klar. Gut, Männers. Ich muss los. Bis später, tschüss. Tschö. Tschö. So, Hubertus. Wir gehen dann mal, ja, in den Handel, ne? So, ups, ich muss mal einsteigen hier. Na. So, jetzt aber. Zunächst starten. Und auf geht's. Der Wagen, der fährt schon wieder ein. Das muss unbedingt mal auf dem Wagen unterwegs. So, da ist schon mal sehr gut. Jetzt hoffen wir nur, dass wir den Meier da in den Sack hauen können, dass das so weitergeht wie bisher. Olaf, Jo. den willst du hauen? Ja, ich habe gedacht hier, so für mich gedacht. Ach, ich hab gefunden an. Ja, warum du sitzt da irgendwie ständig drauf? Ja, der Müller, den müssen wir ja, den Müller, den müssen wir irgendwie gucken, damit wir den da vorne mal in die Richtung kriegen, weißt du? Bin kein Müller. Hä? Nein, den Bürgermeister. Ja, der heißt schließlich Meier. Ja, hab ich ja gesagt, oder? Hab ich Müller gesagt? Müller. Nee, auf jeden Fall müssen wir den Meier, den müssen wir unbedingt nach unten zu sein kriegen. Da muss alles so laufen wie bisher. Ja, Den da hast Jupp du hatten wohl wir recht. so gut in der Tasche. Ja, der war immer gut bei uns und da hat er auch immer auf den Stadtrat gehört. Ja, genau. Das muss der Meier auch machen, sonst haben wir ein Problem. Richtig, genau. Der darf nichts vom Ludwig haben, sonst haben wir ein Problem. Ah, ich glaube, du stürzt. Ich war Ja, ich glaube. eben extra noch bei ihm. Ich habe gedacht, du hast noch kein ordentliches Wort mit dem Kerl geredet. Und wie ich gehört habe vom Jupp, dass der Bürgermeister werden will. Oh, hab ich gehört, jetzt auch noch Fuchs hin, habe ich schon ein bisschen eingeschleimt, habe extra bis zur Wahl gefahren. Weil Ja, das ist gut. Ja, den müssen wir irgendwie auf unsere Seite kriegen, weil sonst haben wir Probleme. ja, aber extrem. Ja. Das stimmt. Ja, so sieht's aus. So, Hast du warte mal, mehr ich will mal Strom den oder was? Rest eben abtanken. Ne, ich glaube, das waren jetzt die beiden. Start Obwohl, haben ne, wir schon, eine Ladung habe ich glaube ich noch zu Hause. Warte mal. Ja, doch, eine müsste ich dann noch haben. ne? Gut. Bezahlt habe ich ja schon, ne? Für diese hier, ja. Alles klar. Oder für was war das? War das für Dankeschön? Nee, das war für den Stroh. Für was denn sonst? So, oh, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung, für mein Anwesen so. Bestechungsgelder oder was? Oder wie? Aber hast du gesehen? Was denn? Ich war fast zweiter Bürgermeister geworden. Das war so knapp. Eine Stimme bloß. Das Der stimmt. hat bestimmt, der Meier, der hat bestimmt mehr Weißt du, gemacht. was das, was das war? Ja. Das lag daran, weil der. Ich weiß nämlich, dass der hat mir das Land abgekauft, hier, der Ali. Das hier oben das Feld. Und er wollte oben das Feld kaufen. Ich glaube, das war der springende Punkt. Dass der das nicht gekauft hat und der Gemeinde überlassen hat, weißt Ja.
Und das hat ihm den zweiten Platz eingenommen. Naja, genau, da hat der Ludwig gut. bestimmt gedacht, da machen wir mal so nett und der Ludwig hat mich nicht gewählt. Weißt du, was auch gut ist? Dass der eine vom Urb ist und der andere vom Schwein. Erstens müssen die zwei miteinander auskommen und zweitens sind sie nie einer Meinung. Genau, das ist eigentlich das Beste. Da können wir uns eine Meinung raussuchen und dem stimmen wir dazu. Ja, und die beiden müssen dann irgendwie ja sagen. Eben. Das ist ein Vorteil für uns, hast du recht. Ja. Aber was, wolltest du kein Feld mehr haben oder warum hattest du das eigentlich abgegeben? Nein, ich habe ja ein anderes gekauft. Ich habe daneben das. Er wollte das, wie heißt das denn jetzt? Hier oben neben mir, wie heißt das Feld noch? Ich habe ja jetzt gehabt, die 94 und die 92. Und jetzt habe ich die 43 und die 92. Damit die 95 und 94, damit die ihren Eckenhänden haben. Ach, stimmt. Ach ja, genau. Du hattest die 43, war vorher nicht da, ne? Nein, die war nicht mehr. Nee. Die habe ich jetzt dazu. Ah, okay. Ja gut, das ist ja im Endeffekt egal. Das ist mir egal, ja. Die liegen beide hintereinander. Ja. Eventuell, ich weiß noch nicht genau, die 96 wäre noch fast fällt für mich auch die ist zu teuer. Denk ich. Ja, die ist schon ganz schön groß, ne? Hm. Ich brauche die auch nicht. Das verdanken wir mit den zwei, ne? Ja. Na, zur Not vielleicht nochmal die 68 da unten, die kleine Ecke, ne? Richtig. Oder? Da kommt auf die 42. Ja, genau. Die Wiese auffahren, oder? Also klar, kann man ja oben machen. Ja. Hast auch mal was zu tun. Das stimmt, das hast du gar nicht. Also, musst du denn gleich noch irgendwo hin, oder wie ist das? Ja, weißt du, was ich machen will? Ich muss unbedingt mal mit dem Ding durchfahren. Ich bin schon so lange kein. Ja, sonst kannst du mir schon mal das Geld für die nächste Tour beweisen, dann bring ich dich schon mal vorbei. Also ja, sonst muss ich wieder hinterher telefonieren. Ja, ist ja. Gut. Du weißt ja, bei mir kriegst du das, ich komm wieder. Ja, ja. So, bitteschön. Ja, perfekt. Gut. Ich bring dich vorbei und dann einen schönen Tag dir. Genau, alles klar. Mach's gut. Bis später, ciao. Jo, tschüss. So. So. So, ihr Servus! Yo! Ach, du musst doch hier im Radio wieder umstellen. Servus! Muss mein Auto mal ein bisschen bewegen. Meine Olli ist jetzt weg, jetzt kann ich mal auch in der Woche mit dem Ding fahren. Der ist ja bald eingestellt. Boah! Ne? Cool, ne? Der glänzt nur, was? Der glänzt wie neu, ne? Ja, wo die Olli noch da war, hier sieht man, nee, Sonntag hier, weißt du, Gottesdienst, ein paar Meter, der staubt da ein, das Ding jetzt, ne? Muss ein bisschen getreten werden. Mit Mahagoni-Holz, genau. Nicht gespart. Das ist geil, ne? Vom Feinsten. Wahnsinn. Jo. Was ich fragen wollte hier, dein Kumpel hier, der Ali. Ja? Ist ja, der hat so eine Meinung hat, kann man den schwer umstimmen oder so? Na, wenn das Gegenargument auch nicht schlecht ist, oder? Puh. Meinst du jetzt Scholar-mäßig oder was? Ja, nicht unbedingt, aber es kommt darauf an, ja. Er hat solche und solche Tage, ja. Es kommt darauf an, aber wenn ich ihm vielleicht, ja. Weißt du, wir entscheiden das nicht alleine, aber ja. Weißt du, wo das Problem ist? Ja. Weil die beiden, also wir sind ja im Gemeinderat, ne? 5 Personen. Ja. Da ihr im Schweinehof ihr auf gar keinen Fall einer Meinung sein werdet, müssen wir uns ja, also jetzt. Die Alteingesessenen im Gemeinderat, wir haben ja ein bisschen so von hinten die Fäden gezogen. Ja, jetzt kommst du ja drauf an, wenn jetzt die Meinung von mir mit dem Kuhhof jetzt eine Meinung wäre, die mir ganz gut in den Kram passen würde, dann müsste ja irgendwie der Ali auch umzustimmen sein, damit er da zustimmt. Das meinst du? Also,
so habe ich da meine Probleme. Deshalb habe ich nicht kandidiert, weil da fällt es ja gerade sofort auf, dass hier dass so ein bisschen die Fäden zieht. Dass, ne? Ja, ich glaube so, weißt du, so lange die Probleme, was wir mit Kuhhoff hatten, das war ja so extern. Ich meine, ja, jetzt wird natürlich Ali wird schon ein bisschen seine Macht jetzt ausspielen, ne? Das brauchen wir nicht drüber reden, ne? Auch als Stellvertreter, ne? Das glaube ich auch, ja. Aber ich glaube, wenn, also wenn du jetzt mit ihm Geschäfte machst und ich rede mit ihm und das und nicht, dass das nicht, dass er ja nicht irgendwie was abkriegt, also nicht jetzt abkriegt davon, dass er was haben will, aber solange es ihm nicht belastet selber oder sowas, ja, ist ihm das egal, glaube ich. Ja. Also jetzt kannst du ihm so mal sagen, hier mit eurer Silage-Dings da Platte, da das gehen wir hin. Ja. Da habe ich schon Anträge gehabt von dem, der Blum hat da gedacht, das ging gar nicht, das wäre so alles eingetragen und da wird nichts umgebaut und bla bla bla, Werkstatt wäre scheiße und tralala. Mhm. Der hat doch gar nichts mitgekriegt, hat die Werkstatt den gebaut hat. Das habe ich alles auf den Tisch gekehrt. Okay. Das ist überhaupt kein, da kriegen wir neben ja, Blut, das ist so ein Geben und Nehmen. Genau, gell? Also, genau. Wenn du mit dem Kuhhof jetzt irgendwelche Geschäfte machst und sowas, ja, und dann aber zu viel und Ali ist ein bisschen hinten nach. Ja? Nee. Also er sieht das dann eher auf seiner Person. Also jetzt geht auch nicht auf mich. Ja? Aber dann da musst du halt dann aufpassen. Gell? Dann kann er schon. Kann er schon zickig werden, ne? Das muss auf jeden Fall. Also die Preise, also da bin ich ja nicht bestechend, die sind überall gleich. Also der Ludwig kriegt nichts billiger oder der Bürgermeister auch nicht und ja auch. Das, die, nein, aber die sind ja auch abhängig, Markt. Wenn du jetzt zum Beispiel sehe, in Kuhhofen, wenn der einen Stand irgendwas haben will und sowas und du befürwortest das alles selber, ne? Irgendwann wird es halt sicher Ali auch mal zu viel. Irgendwann wird er mal dann greift. So. Nein. Ich denke nicht um den Preisen, nicht um das Einkaufen. Vergiss das ist ja dein Geschäft. Da wollen wir dich ja nicht reinpfuschen. Aber das andere gemeindemäßige Land kaufen, bauen und sowas, wenn das immer alles glatt dann über die Bühne geht, über den Gemeinderat, dann wird Ali dann schon irgendwann einmal schon so, weißt du? Das, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Weißt du, was ich meine? Ja. Apropos Land. Du weißt ja bestimmt auch, was ihr so vorhabt. Ich habe vor, eventuell, hat mich der Hubertus gerade drauf gebracht, die Wiese 68, da unter dem Feuerwehrhaus dann, ne? Ja. Die würde ich mir noch gern einverleiben, weil ich denke, weil ihr werdet euch eher auf die 96 konzentrieren. 97 und die 100 und 101, so, ne? Ja. Später, ja. Irgendwann. Ja. Also euer Plan war jetzt nicht, dass weil er die 42 nicht kriegt, die 68 zu kaufen. Nee, also schau, das alles, was da unten ist, Richtung Dings, also die 92, das alles, was bei dir unten ist, 43, das 68, 42, das da unten alles, da haben wir eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Aha, also wir sind dann eher noch wirklich, wie du sagst, auf die 96, ja, genau, und auf die 100 und auf die 101, genau, ja, weil das uns noch gut liegt, auch von der Größenverhältnis her, ja, von den Hektar. Da werde ich auch aber dann, das ist noch für uns wirtschaftlich und alles, was zu draußen wird, ist, dass dafür, ja, dann brauchen wir noch einen Angestellten, weil das wird dann schon zu viel, weißt du, wir kommen dann immer nach, ne? Pass auf, also nochmal für die 101 und 100, die muss ja bestimmt bei euch bleiben, ne? Die 97, 96 auch. Das vermerke ich mir dann mal, dass wir von der Bahnschranke aus die 99, 98, 96, 97, dass da auf gar keinen Fall irgendwie jetzt auch der Jupp mit seiner BGA da reinschleicht, ne? Das muss, die ganze Ecke kann dann im Prinzip bei euch bleiben. Da werde ich mich natürlich im Gemeinderat 100% dafür einsetzen. Also das wäre schon top, ja. Ne? Das, also wenn er da oben bei 99 was macht, ne, das ist ja ein großes Gebiet, ich meine, aber das ist schweineteuer, da habe ich hier schon mal nachgefragt, das ist 99, 60, das ist eine Parzelle nämlich. Mhm. Da haben wir auch kein Interesse mehr, ne? Also, aber das 100, 101, 97, also ja, genau. 97 würden wir einfach nur kaufen, weil es halt schön ums Eck da liegt, ja, wenn wir anbauen und durchfahren. Mhm. Aber 96, das ist ja unser Hauptfeld dann noch, ne? Also das wäre unser Ertragsfeld noch, ja. Nee, da werde ich dann Fuß drauf halten, dass da nichts kommt. Das ja, ich habe schon gehört, dass manche, wie in den Bodenverhältnissen, das irgendwie ein bisschen ändern wollen. Ja, Moment, schau, ich habe Telefon. Ja, hallo? Ja, das Lohnunternehmen Uhr hier, hallo. Ja, hallo, Herr Uhr, Eine Frage, und zwar, wir müssen ja auch immer viel tanken. Haben wir da irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie Diesel bei uns eine größere Menge an Hof zu bekommen, dass wir nicht immer in der Stadt so tanken müssen? Ja, da könnten wir was in die Wege leiten, ja. Da muss ich dann mit dem Andi mal reden, wenn er wieder da ist, dass ich einen Tankfass bekomme und ich kann euch dann so einen Absatzkipper da hinstellen oder sowas. Mal gucken. Wie viele Liter fasst der denn? Ich glaube 5000. Ja, das muss es auch schon sein, weil sonst kleiner, das schafft ja schon ein Drescher dann, ne? Ja. Nö, das müsste machbar sein.
Oder vielleicht auch so ein Fass mit 7500. Mal gucken. Also irgendwas so in die Richtung gehen wir auf jeden Fall hin. Das wäre super. Das kann man machen, ja. Alles klar. Okay, ich werde mit Anni rüber reden, ne? Alles klar, bis dahin. Okay, danke, tschüss. Ja, ciao. Sorry, ja. Ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Weil ob wir die anderen Felder, was wir dann noch dazu kaufen, ob wir die bewirtschaften oder dann noch unter der Hand verpachten an wen, ja, dass ja, er was machen kann, das ist ja egal, ne? Mhm. Aber du, das... Gut, alles klar. Müssen wir mal gucken, ne? Das wollte ich wissen, dann weißt du, können wir schon mal die Fühler ausstrecken, wo man vielleicht Hilfe helfen kann was, und so, ne? Was ist überhaupt mit dem Kuhhof? Der ist überhaupt ein bisschen still. Also in Ding sehe ich überhaupt selten. Ich meine, ja gut, wir finden am Acker. Ich weiß nicht, was der hat. Der muss krank sein. Ich habe auch heute gedacht, der wäre da, aber er muss ja irgendwie der krank ist oder was. Okay. Ich habe auch schon einen Mann gesehen. Zwar seine Mitarbeiter, die sehe ich zwar immer, aber. Ja, ja. Der waren ja auch bei der Wahl, waren beide dabei. Ja. Ich weiß nicht, ob der krank ist oder was, keine Ahnung. Okay. Also ja, weißt du auch nichts genaueres. Nö. Okay. Also, ja, muss gucken. Ja. Ali ist dann morgen wieder da oder sowas. Ich habe ihn schon angerufen. Okay. Ja. Der weiß Bescheid und sowas. Ah, hast du ihm gesagt, dass er gewonnen hat. Okay. Dass er gewonnen hat, ja, also zweiter Platz halt, Stellvertreter. Und ja, der ist jetzt noch irgendwas familiärisch, glaube ich, klären oder sowas. Er war irgendwas oder sowas. Okay. Und. Ja. Dann ist er wieder da, glaube ich. Genau. Morgen hat er gesagt, dass er da ist. Kannst du mir Bescheid geben, wenn was ist? Soll ich erstmal mich wenden, bevor du mit dem Bürgermeister redest? Naja, ne? Ist schon klar. Dass ich dann schon mal informiert bin, ne? Passt. Okay. Okay, alles klar, danke. Oh, ja, bitte, tschüss. Tschüss. Aber gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt in unserem Teamspeak. Die Nummer dazu steht unter der Videobeschreibung auf unserem YouTube-Kanal. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss.